Hallo zu einem neuen Let's View des Thomas Action Figure Digest 149 aus dem Jahre 2006. Der Tomat ist ein, oder dieses Magazin ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was zu der Zeit aktuelle Toys zeigte, die gerade rauskommen sollten oder sich auch ein bisschen mit Retro beschäftigt. Einfach nur spannend, das mal anzugucken. Es ist ein kleines Zeitzeugnis. Hier auf dem Cover gleich Star Wars und auch die Kenner Legacy, also ein bisschen über die Kennergeschichte, ist so eine Artikelserie da drin gewesen. Ja, und dann haben wir hier Transformers Soundwave Returns, der klassische G1 Soundwave, einfach halt kultig anzusehen in einer coolen Pose. Ja, schauen wir noch mal rein, worum es diesmal geht. Abgesehen vom Transformers, und hier seht ihr auch gleich die Werbung von der Titanium-Serie, die Diecast-Serie. Richtig gute Figuren, sehr stabil und sehr dekorativ. Hier haben wir eine Figur von Optimus Prime, die wo er sich verwandelt als futuristisches Auto, was basiert auf dem Computerspiel War of Cybertron oder Fall of Cybertron. Kampf um Cybertron in Deutsch und das war auf jeden Fall der erste. Zweiten Titel fällt mir gerade auf Deutsch nicht ein. So, da haben wir ja weiter noch eine ganze Menge, was eben kommen wird. Von Transformers, Sideshow Collectibles, Star Wars, Marvel Toys und Macross. Aber rein ins Geschehen, rein auf die nächste Seite. So, auf der Comic-Con, hier haben wir exklusive Figuren, noch ein bisschen Prototypen, die so da zu sehen sind. Und rechts Cinematic Legend Optimus Prime. Eine coole Statuette aus Transformers The Movie zum 20-jährigen DVD-Jubiläum des Klassikers im Transformers-Bereich von 1986. So, weiter geht es. Und natürlich auch weiter hier mit der Titanium-Diecast-Serie. Es gab da nicht nur verwandlungsfähige Figuren bei Transformers, sondern auch nur reine Statuen. Hier haben wir Prime, Smokescream und Bumblebee. Die waren so zwischen 7 und 5 cm mal groß. Also nicht wirklich gewaltig. Gleiches gibt es hier dann von Star Wars. Auch so Modelle, die man auf dem Ständer dann auch dekorativ hinstellen konnte. Auch mit ikonischen Modellen natürlich. Rechts ein bisschen News, was es gab, was demnächst rauskommen sollte oder wie auch immer, aktuelle News halt vom Tomat. Dann haben wir Sota Toys, ihr seht schon Horrorfiguren, da habe ich Dune, sehe ich dort, dann irgendein Werwolf, aber ich sehe Dog Soldiers, wenn ich das richtig lese, und The Thing von John Carpenter. Rechts eine G.I. Joe Werbung von Hasbro mit dem klassischen großen G.I. Joe, der noch nichts zu tun hatte mit der bekannten Zeichentrickserie. Hier wird ein Buch, ein Collectors Buch, was es wohl in Spanisch gab, was rausgebracht wurde über Star Wars, auch sehr interessant sicherlich. Und rechts haben wir Werbung von exklusiven, hier steht wieder, Available Only at Target, also der Supermarkt Target, exklusive DC-Figuren. Weiter geht es auch gleich mit Transformers Robots in Disguise. Und hier sehen wir einen Classic Jetfire, auch richtig gut getroffen. Der war als Jet so ein bisschen und der basiert ja auf dem Macross. Ursprünglich also war ja ein Macross Jet dabei in der Transformers-Linie, der aus Lizenzgründen dann nicht mehr verwendet werden durfte. Da hat man dann aber eine neue Interpretation eben halt erstellt. Keine neue Interpretation, sondern der klassische und immer noch beliebte Soundwave mit Laserbeak kam auch raus. Und dann seht ihr rechts so kleine Transformers-Figuren. Was soll ich dazu sagen? So kleine Figuren, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Aber eben halt neue Figuren eben halt, die auch gerne mal wieder aufgelegt wurden, eben halt mit in anderen Farben. Und Overbite zum Beispiel sieht ja aus fast wie Cheetor und Dreadwing da unten, dann wie Airazor und so weiter. So konnten die auch natürlich dann wieder als Minifiguren von späteren Figuren wie Beast Wars rausgebracht werden.
recht nett anzusehen. Nicht meine Figuren, aber richtig cool trotzdem. Und ich finde, das ist ja auch das Zeitzeugnis, das man eben hat, mit diesem Magazin. Man sieht sich die alten Figuren an. Genauso hier Menesor, ja, der ein bisschen mehr aussieht eigentlich wie Motormaster. Menesor war ja eigentlich mehr der Combiner, sozusagen der Stantecans. Obwohl ich muss sagen, nachdem ich ihn, wenn ich mir den angucke, eben halt den Menesor, sieht das aus, es ist also keine große Figur, eine kleine Figur, es sind alles hier kleine Figuren, die ihr links seht. Ist es eine Farbvariante von Prime, denn den gab es damals auch, ich glaube von Armada Prime. Ja, und da haben wir einen Jetfire, ich glaube, der ist auch als Starscream veröffentlicht worden in dieser Form. Dann haben wir einen Bumblebee, einen Whirl und rechts seht ihr dann auch aus dieser Generations Line oder Classic Deluxe Line einen Grimlock Ramjet, der richtig wirklich aussah, wie wir den Ramjet eigentlich immer gerne gehabt haben. Leider gab es nur ihn und seine beiden Kompagnons in einem Spezialset für die BotCon. Mirage, auch keine schlechte Figur und ein Cliffjumper und ich glaube, abgesehen vom Cliffjumper, aber da bin ich nicht sicher, die habe ich auch in meiner Sammlung, aber eben leider gut verpackt, deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen. So, schauen wir weiter. Kult Classic Figuren, hier sehen wir auch Ash, Hannibal Lecter, Jigsaw, Texas Chainsaw Massacre, also viele, die Horror mögen, die werden sich hier wohlfühlen. Dann auch Necker oder von Necker eben halt, den Highlander, Ree von Vendetta, Jack Sparrow, Halloween und den Balrog aus Herr der Ringe. Immer wieder cool. Ja, Resident Evil darf auch nicht fehlen. Teilweise seht ihr noch hier den Chris und Hank Prototyp oder überhaupt Jill ist auch ein Prototyp. Sieht aber richtig gut getroffen aus und ihr seht hier unten Resident Evil 4 war auch angekündigt als Figuren, auch eben halt. Richtig cool. Und hier seht ihr alles Prototypen. Und die Jill-Figur ist wesentlich größer. Und hier seht ihr auch weitere Resident Evil 4 Figuren. Richtig klasse. Ja, rechts seht ihr eine Tomb Raider Figur. Finde ich, ist auch gar nicht so schlecht getroffen. Und es gibt auch, ja, Gimmicks oder Teile eben halt, ja, Memorabilia, kann man ja auch so sagen, davon, von Filmen oder Spielen. Richtig gut. Ja, Hanna-Barbera hat auch mal Comics. Hier sehen wir so ein bisschen Diaraben. Johnny Quest, Feuersteins, ja, Yogi Bear, Tom und Jerry. Ja, also auch markante Szenen. Oder auch hier sehen wir noch 3D-Motive von Alien und von Nightmare Before Christmas, wollte ich sagen. Nightmare on Elm Street. Sideshow Collectibles, die richtig coolen, wirklich sehr detaillierten Sammelfiguren, auch sehr teuer, von Star Wars, Captain America, Ventress, richtig gut getroffen. Die sind auch meistens posable, also Bewegungsart, dass man wirklich Posen entsprechend hinstellen konnte, Klamotten ein bisschen wechseln, also richtig gut. Und die waren ein gutes Stück groß, das sind keine 10 cm Figuren, sondern die sind schon manchmal bis zu 50 cm groß. Also ich habe schon recht große gesehen. Ja, was haben wir hier? Auch noch ein paar Figuren, die zur Comic-Con sind. Ich sehe hier einen der Charakter aus Neon Genesis Evangelion, Star Wars logischerweise, der Ghost Rider und eine Metal Gear Figur, Solid Snake. Und rechts Teil 5 fängt an, hier ein Artikel zur Kenner Legacy Serie, eben halt, da seht ihr auch zum Beispiel einen Prototyp von Chewbacca mit C-3PO aus Imperium schlägt zurück. Ihr seht, was rausgekommen ist, hier so ein Papp-Todesstern-Set, so als Spielset. Eben halt eine klassische Mark Hamill Star Wars Figur und ja, Superheldinnen in Barbie Form. Ja, und jetzt hier wird ein bisschen die Geschichte erzählt und wir haben hier eine richtig tolle Übersicht der richtigen Retro, also wirklich der 80er Jahre Star Wars Figuren. Und ich muss sagen, es gab echt Figuren und ihr seht hier auch manchmal Variationen im Cover-Bereich und auch hier mit den Figuren schon interessant zu sehen bei uns in Deutschland. Ich weiß, ich habe Lando Calrissian mir mal gekauft.
Ich habe eigentlich zahlreiche Figuren gehabt, aber manche habe ich auch lose gekauft. Die habe ich mir damals gekauft. Das ist auch eine Figur, die ich mir doch vielleicht noch mal gerne hinstellen würde, weil ich da eine schöne Erinnerung dran habe an der Leia-Figur. Ich habe Luke, ich habe einige Figuren gehabt, aber viele habe ich lose von den damaligen 80er-Jahre-Flohmärkten oder von Kameraden abgekauft, die nicht mehr brauchten. Ja, und viele hatte ich in den Händen, weil ein guter Kumpel von mir damals die meisten Figuren besaß. Ja, den habe ich auch gehabt. Cool, absolut geil. Ja, auch weitere Star Wars Figuren in verschiedener Größe, auch richtig cool. Vieles davon gab es in Deutschland gar nicht. Das Ausland war da wesentlich gewaltiger. Und rechts sehen wir auch schon richtig coole Figuren. Slave One, das besitze ich sogar noch im Keller, aber gut, das dauert, wenn ich es mal finde, muss ich auch mal euch zeigen als Collection Treasure. Ja, auch nicht schlecht, denn Sandcrawler gab es damals nicht, nur so in der Pappversion zum Spielen. Ja, Landspeeder hatte ich auch mal. Ach man, was ich mache, zwischen dem, was man mal hatte und sich dummerweise dann getrennt hat, sind immer Welten. An diese dreisprachigen Star Wars Karten kann ich mich auch erinnern, hatten wir auch welche in Deutschland, aber es waren unterschiedlich, also was gab sie? Nicht schlecht. Oh, hier noch weitere Set, da hier, ja, Sets, hier mit der Statstar Space Set, auch richtig cool, das macht, sieht richtig klasse aus. Ja, als Kind reicht das, ein Stück Pappe und man war glücklich. Ja, rechts dann auch weitere schöne Figuren-Sets. So, das waren so Mini-Figuren, die habe ich in Deutschland nie gesehen, so Micro-Star Wars. Ja, sowas wie Micro-Machines und so weiter. Na, die waren ihrer Zeit voraus, aber vieles war halt nicht in Deutschland erhältlich. Ja, hier sehen wir noch Figuren, so Specials und so weiter. Sehen auch richtig cool, das anzusehen, ne? Hier sehen wir, glaube ich, oben sind Prototypen oder so. Auch einfach die Bilder auch toll gezeichnet. Ne? Das ist so, das sind Kultmomente einfach. Da fällt einem nichts weiter zu ein. Das ist einfach nur genial. Ja, und hier könnt ihr sehen, wie so die Sachen auch entstanden sind. Von den Zeichnungen hin bis zu den späteren finalen Geräten. Hier sehen wir zum Beispiel ein Prototyp und da sehen wir ein finales Objekt. Und das ist die Box dazu. Und hier seht ihr die Zeichnung, wie die Sachen entstanden sind. Also richtig klasse. Ja. Das macht diese schöne Artikelserie aus, ne? Dass man so ein bisschen erfährt, wie sie ja, zustande gekommen ist. Einfach sehr interessant. Und weiter geht es. Ne? Hier haben wir eben davor schon die Zeichnung gesehen. Hier nochmal ein detaillierter Blick auf die Prototypen. Einfach nur klasse, diese Szenerien. Jeder kennt sie wieder, aber auch richtig toll gemacht. So mit kleinen Metallfiguren, so wie Zinnfiguren als Prototyp. Bespin und ist einfach nur klasse. Hier so ein bisschen was von Tatooine, vom Jabba's Palast, auch so ein Set. Einfach nur genial anzusehen einfach. Da kann man nichts anderes zu sagen. Auch hier so, wie gesagt, die ganzen Zeichnungen und Prototypen, das ist schon eindrucksvoll. Und Star Wars, gerade wenn man diese legendären Szenen sieht, es ist gleich die Gänsehaut dabei. Interessant, wie sie Jabba's Palast hier versuchten als Spielset zu designen, wie man dann zur Rancor-Grube kommen konnte und so. Forloom, auch tolle Figur. Ja, geht natürlich nicht nur um Star Wars, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Superheldenkram. Und damit endet dann dieser Teil dieses Artikels und dann geht es weiter mit SOTA Toys, was wohl auf der Diego Comic Con gezeigt werden konnte. Und da waren auch wieder mal ein paar Horrorfiguren dabei. Also, wie zum Beispiel auch Tremors. Und Street Fighter haben wir da, auch richtig cool, ne? Akuma, Ken, Ryo, richtig gut modelliert, nicht schlecht, aber gut. Die sind Action-Part-mäßig, dass man sie hin sortieren konnte oder packen konnte, das ist ein bisschen so, wahrscheinlich so eine Kampfszene nachbauen. Nicht schlecht, auch wenn es nicht mein Fall ist, aber ich schaue mir sowas immer gerne mit euch an. Ja, hier eben halt auch noch ein paar Anime-Figuren und so weiter. Hier musste zensiert werden, weil das doch ein bisschen brustlastig war. Ja, Chun-Li da oben. Auch hier Kami unten. Auch richtig schön, die Street Fighter-Figuren und auch Capcom-Figuren eben halt. Ja, nicht schlecht. Richtig gute getroffene Figuren. Von der Yamato-Firma wohl. Ja, aber USA. Vertrieb.
So, weiter geht's mit Star Wars. Auch weitere Star Wars Figuren, ein bisschen neuere Interpretation, so ein bisschen klassisch mit New. Ja, cool anzusehen. Man sieht, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Auch hier die Laserschwerter, die sich dann so ein bisschen mit blitzen und das einfach so ein bisschen mehr dieses Action-Feature eben halt haben. Oder auch eine Szene von Boba Fett. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Von diesen Figuren hatte ich auch nie welche, aber es ist immer schön, wie gesagt, sie anzusehen. Marvel Toys, hier sehen wir Sabertooth und Wolverine, Punisher, ja, noch ein paar andere. Der eine sieht aus wie Ming, aber genau, also aus dem Iron Man Universum und Iron Man, aber genau kann ich es auch nicht sagen. Ich habe nie die Comics alle gelesen. Realm of the Rodent oder Rodan, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Rodent, ja. Fantasy-Serie. So, hier haben wir noch weitere Marvel-Figuren. Eddie Brooke, den Hulk in verschiedenen Formen. Ein Beast, ein bisschen aussieht wie Wolverine. Ein Spider-Man. Und Werbung für Toyläden. In Amerika logischerweise. Hier haben wir eine Seite mit TNA-Stars. Kenne ich überhaupt nicht, außer Sting. Und dann auch wieder weitere Werbung für einen Collector's Guide und einen Toy Store in Amerika. Weitere TNA-Figuren. Auch ein Sting nochmal, aber kann ich weiter nichts zu sagen. Und weitere, ja, Werbung für Toyläden in Amerika. Ebenso hier. Spawn-Figuren und Corpse-Bride-Figuren von McFarlane Toys. Corpse-Bride war ein Kinofilm von, oder ein Animationsfilm von Tim Burton. So ein bisschen im Stil eben halt auch von Nightmare Before Christmas, aber eben halt, ja, eine eigenständige Geschichte, genauso schräg, aber auch richtig gut, eine richtig schöne Geschichte. Und ja, auch sehr emotional. Spawn-Figuren und rechts sehen wir wieder Werbung von Toyläden. Und hier sehen wir Toynami, Macross-Figuren. Auch Macross, auch ein mega großes Sammelgebiet. Und ihr seht hier, das hier, der Valkyrie Jet, war Vorbild für Jetfire von Transformers. Die Lizenz war aber nur als Figur vergeben worden und nicht für den Cartoon. Ja, weil sie eben halt eine eigene Anime-Serie hatten. Eben halt in Amerika als Robotech bekannt. Auch eine richtig gute Serie. Habe ich gerne mit meinem Bruder geguckt. Ja, auch ein tolles Sammelgebiet und das echt geile Mechs. Echt geil. War eben halt bei Jetfire. Ihr seht hier schon sehr, sehr ähnlich wie Jetfire, aber die Figur in diesem Design, ganz klein hier zu sehen, war bekannter. Ne, von Roy Fokker als, als Pilot. Ja, was haben wir hier? Weitere Figuren. Japanisches Style, Manga-Figuren von Masamune Shiroa kenne ich hier. Einen Charakter. Ich glaube hier eine Witchblade-Interpretation. Aus Japan, ja, und eben interessante Figuren. Und dann sind wir schon auf der letzten Seite und ihr seht hier ein Review zum Transformers The Movie zur 20th Anniversary Edition der DVD. Diese Version habe ich sogar. Der Film ist digital remastered worden und eine ganze Menge Specials drauf über die Entstehung und Interviews von den Machern. Sehr, sehr interessant, kann ich euch nur. Als Transformers-Fans ist das wirklich ein Stück, ja, Sammelstück. Ja, dann haben wir rechts nochmal Star Wars-Werbung, dass man so Collector's Coins sammeln kann, die den Figuren beilagen. Und dafür gibt es ein spezielles Album, logischerweise. Und dann noch die Backseite, Fruits Basket, eine Manga-Serie. Davon gab es auch Serien oder Figuren und es gab natürlich auch den Anime. 2006 erhältlich. Ja. Und hier seht ihr jetzt nochmal die Seite des Action Figure des Thomas Action Figure Digest 149 aus dem Jahre 2006. Ja, mit meinem Lieblingscharakter mit von Transformers Soundwave. Ja, ansonsten, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ja, sagt mir, was ihr daraus an Highlights findet. Und ich freue mich über jedes Like, ein Abo und ja, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Da freue ich mich besonders drüber. Bis dann.